da nehmen Sie den, weil sonst geht der auch noch kaputt. Wie meinst du das, der auch noch? Ja, mir klang schon die Tür vom Spiegelschrank im Bad, wenn Ihre Aushilfe letzte Woche aufgearbeitet hat. Das war nicht meine Aushilfe, das war meine Nichte. Und die war sehr froh, dass sie mir ausgeholfen hat. Und sie dürfen auch froh sein. Sonst wären sie mich in ihren Dreck erstickt. Und um den Stuhl, da brauchen sie ja noch keine Sorgen machen. Dem passiert schon nichts. Ich habe eh schon meine Schuhe ausgezogen. Das sehen sie ja. Trotzdem nehmen sie nicht den zum Putzen her, der ist mir zu wertvoll. Wenn ihnen so was der wert ist, fallen sie sowieso gleich runter. Da steigen sie dann auf. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Der ist doch genauso hoch. Die Zeitung da. Was ist mit der Zeitung? Da rutscht sie aus. Sehen sie das nicht? Denn sie ist weg. Also, dann ist weg. Jetzt kommen wir nicht mehr hin. Außerdem muss ich Ihnen sagen, ob ich jetzt Aushilfe sage oder nicht, das ist mir wurscht. Tatsache ist, dass ich weder mit der einen noch mit der anderen eine vertragliche Abmachung habe. Ja. Und? Ja, und es ist bereits schon zum vierten Mal in dem Jahr, dass Sie mir eine Vertretung schicken. Und das muss ich Ihnen einmal sagen. Und da müssen Sie schon entschuldigen, dass ich Ihnen das so direkt sage. Weil anders kann man es ja Ihnen gar nicht sagen. Das mag ich nicht. So, das mögen Sie nicht. Jetzt will Ihnen hier mal was sagen. Das erste Mal von den vier Mal, wo ich nicht da war, war ich nicht da, weil mich Ihr Enkel so saublöd angeredet hat. Neffe. Gut, Neffe. Damals haben sie es vielleicht auch beieinander gehabt, dass ich überhaupt noch gekommen bin. Das mag er nicht. Wer? Der Willi. Was? Der muss nämlich da herin schlafen. Und da hat er keine Lust, dass er den abgestandenen Rauch einschnappt. Das müssen sie schon verstehen. Aschenbecher? In der Küche. Und die anderen dreimal, wenn Sie sich erinnern, habe ich Ihnen vorher Bescheid gesagt. Da habe ich nämlich Unterricht. Und dass die Stunden so sauber nicht legen, da kann ich nichts dafür. Ich mach den nicht, den Stundenplan. Aber dass Sie gegen eine Volkshochschule, da können Sie schon was dafür. Also erstens Fortbildungskurs und nicht Volkshochschule, gell? Und dass Sie mir das nicht gönnen, das weiß ich schon. Brauchen Sie mir gar nichts erzählen, das habe ich schon lange gespannt. Hey, warum soll ich Ihnen das nicht gönnen? Mir ist doch das wurscht, was Sie in einer Freizeit machen. Brauchen Sie gar nicht so scheinheilig da. Ich kenne euch schon. Wenn Sie jemand selber was da arbeitet, das passt euch nicht. Und schon gar nicht, wenn es eine Frau ist. Na, schon zweimal nicht, gell? Verzeihen Sie mir nichts. Sie haben doch bloß Angst, dass wenn ich meinen Masseur hab, mein Diplom, dass ich in einer Wohnung nicht mehr putze. Geben Sie es doch zu. Na, massieren Sie mir so eine saubere Wohnung. Das ist doch mir wurscht. Ich will doch bloß, dass es sauber ist und dass nicht so viel kaputt geht. Ob mit oder ohne Diplom. Schmeckt's? Ja. Ihr Problem ist doch, dass Sie unfähig sind, Ihre eigenen Sachen sauber zu halten. Frau Kreppel. Ja, was ist denn? Im Wohnzimmer müssen Sie weitermachen, da waren Sie nämlich. Jetzt haben wir das Bad. Dann mach das Bad. Hallo. Mein Zivil. Ja, Post. Ich. Post. Mhm. Was Unangenehmes? Grüß dich. Willi, grüß dich. Da.
Machen du auf. Ich mache ihn nicht auf. Warum? Der ist doch an dich adressiert. Warum musst du den aufmachen? Schau doch mal genau hin. Dreh nach oben, dann siehst du es. Ja, der Adler. Ja, da schau her. Ja, gut. Der ist von der Bundesbahn. Na, die waren aber schnell. Wer? Bahn, sag ich dir grad. Bundesbahn hat er geschrieben. Wer denn sonst? Wer, sag ich. Was wer? Bundeswehr, nicht Bundesbahn. Bundeswehr, was wollen denn die von dir? Was werden sie schon wollen? Holen wollen sie mich. Bin ich schon mal zurückgestellt worden für ein halbes Jahr. Das ist wahrscheinlich der Einberufungsbescheid oder die Nachmusterung. So ein Mist. Ich will gar nicht wissen, was drin steht. Weißt du was? Den schmeißen wir einfach weg und dann hab ich ihn gar nicht gekriegt. Ach, dann schickst du ihm 14 Tage ein Nein. Nein, das ist keine Lösung, Bub. Den müssen wir schon aufmachen. Soll ich? Ja, von mir aus. Ist eh schon alles wurscht. Sehr geehrter Herr Schweiger und so weiter und so weiter. Das Gehörte hätten Sie sich auch sparen können. Bitten wir Sie, dass Sie sich am Freitag, den 24.07. zu einer Eignungsprüfung im Kreis Wehrersatzamt Lindwurmstraße 24, zweiten Stock einfinden. Die Prüfungszeit ist von 9 bis 15 Uhr angesetzt. Zur Rückstellungen auf Zeit werden für 8 Uhr zu einer Nachmusterung gebeten. Mitzubringen sind der Musterungsbescheid, der Wehrpass, der Zurückstellungsbescheid, eine Bade- oder Turnhose. Sollten Sie aus triftigen Gründen verhindert sein, so bitten wir Sie umgehend um Bescheid. Was sag ich? Bundeswehr. So ein Mist. Freitag. Das ist ja schon übermorgen. Eignungsprüfung, was ist denn das? Jetzt kann ich dir schon sagen, was das ist. Schauen Sie erst einmal, für was du gut bist. Haben Sie mich schon. Haben Sie mich schon. Zack. In der Regel kommt dann 3 Monate später der Einberufungsbescheid. Und dann bist du erst einmal weg vom Fenster. Ja, Gott, zack. Und es ist ja so gut gelaufen. Ausgerechnet jetzt. Das mit der Bundesbahn, das kann ich mir erst einmal abschminken. Als Lokführer. Also ich verstehe das nicht. Dass ausgerechnet bei mir alles auf einen Punkt zusammenkommen muss. Da. Haben Sie mir geschickt heute. Von der Bundesbahn. Kann ich vergessen. Na ja, jetzt gehst du erst einmal hin, dann sehen wir schon weiter. Na, hier gehen wir auf alle Fälle. Ha, bei denen? Okay, da gibt's keinen Ausweg nicht. Das darfst du mal ruhig glauben. So, fertig. In 5 Minuten fangen wir dann an. Sagen Sie draußen Bescheid. Okay. Gehen Sie bitte rein, wir fangen in 5 Minuten an. Machen Sie die Zigaretten aus. Gehen Sie rein. Ich dachte, das sind die anderen nicht voll. Ja, das ist gut, oder? Ja, gell. Was ist denn mit dem los? Ja, der schlaft, das denkst du doch. Ja, dann wecken Sie ihn halt auf. Dann wecken Sie ihn doch selber auf. Sie, es geht los. Gehen Sie rein. Sie fangen an. Also, gehen wir so. Ich wär wahnsinnig. Was tust denn du da? Ja, was wär denn schon da? Dasselbe wie du halt, oder? Der Prokuristenwille. Ja, sag mal, wie geht's dir denn? He? Fragst du so blöd? Ich da rein muss. Ja, ja, mei. Wo müssen wir hin? Ja, da hinten, die warten schon auf uns, geh weiter. Was treibt ein Prokuristen sein Alte? Oh. Und der Peter? Der Peter? Halb in Deutschland, nix Brasilien. Den ganzen Schmarrn der aus. Was denn hier ist? Keine Ahnung, wie der da kommt. Ruhe! Meine Herren. Sie haben jetzt von den beiden Herren Gefreiten eine gewisse Anzahl von Formularen bekommen, die Sie ausfüllen sollen. Erschrecken Sie nicht gleich, weil es so viel sind, aber Sie haben zu der Beantwortung ausreichend Zeit. So gut, was denn IST? Wir haben die Fragebögen aus den verschiedensten Wissensbereichen zusammengestellt. Damit ist gewährleistet, dass Sie dann nach Prüfung Ihrer Ergebnisse zu der für Sie am geeignetsten Einheit kommen.
Alles, was wir hier überprüfen wollen, ist, wo Ihre Stärke liegt. Sollten Sie also zu irgendwelchen Sachgebieten nicht alle Antworten parat haben, so ist das noch lange kein Beinbruch. Dann machen Sie einfach mit dem nächsten weiter. Noch einige Worte zum zeitlichen Ablauf. Wir machen jetzt 2 Stunden ohne Unterbrechung. Dann kommt eine Pause von 1/4 Stunde. Und dann geht's nochmal für 2 Stunden weiter. Wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben, dann könnten wir beginnen. Ich hätte noch eine Frage, wenn es gestattet ist. Bitte fragen Sie. Ich habe da den Fragebogen mit den allgemeinen Fragen. Ja, und? Ja, und da sind immer 3 Antworten zur Verfügung, von denen man eine ankreuzeln soll, ne? Ja, und was ist da so schwer zu verstehen? Ja, also, da sind bestimmte Fragen dabei, da ist das gar nicht so einfach. Wie zum Beispiel da. Was mögen Sie am Rummelplatz am liebsten, nicht? Erstens das Karussell, zweitens Autoscooter und drittens die Schießbude. Also, ich mag alle 3 Sachen gleich gern. Ne? Meine Frage ist, ob ich alle 3 angreizeln kann oder ob ich mich unbedingt für 1 entscheiden muss. Wo wollen Sie denn hin? Wissen Sie, ich wollte bloß schnell rausgehen, weil ich mir was zum Schreiben holen will. Das habe ich in meiner Jacke vergessen. Das brauchen Sie nicht zu holen. Sie haben genügend Schreibmaterial auf Ihrem Tisch. Ja, schon, aber das sind ja lauter Kugelschreiber. Ja, und? Haben Sie was gegen Kugelschreiber? Nein, eigentlich nicht. Aber ich darf damit nicht schreiben. Wissen Sie, ich bin Ligastheniker und da darf man nur mit Füller schreiben. Ehrlich. Meine Herren, wenn Sie glauben, das Ganze sei hier ein Affentheater, oder wenn Sie glauben, Sie müssten partout eins daraus machen, so muss ich Ihnen sagen, ist das Ihr ureigenes Problem. Mir ist das egal, was und wie Sie die Fragebögen ausfüllen. Wir werten Sie nur aus. Das Ganze geschieht hier in Ihrem und nicht in unserem Interesse. Entschuldigung, darf ich jetzt meinen Füller holen? Das müssen Sie selbst entscheiden. Entschuldigen Sie, dürfte ich bitte Ihren Namen haben? Meinen Sie mich? Ja, Sie. Warum? Das ist nur in Ihrem Interesse. Es ist immer gut, wenn man gleich von Beginn über die Gebrechen der einzelnen Leute Bescheid weiß. Also bitte. Huber! Und dann noch den Ihren, bitte. Ich hab kein Gebrechen. Trotzdem. Also bitte. Den können Sie dann vom Fragebogen ablesen, ne? Ich war lang nur in der Schule. Außerdem brauche ich jetzt zur Ruhe, damit ich den Schmarrn da gescheit ausfüllen kann. So, was sehen? Lieber Kass. Ich hab bloß alles ausgefüllt, was mit Biologie zusammenhängt. Kenn ich mich aus. Von dem anderen Zeug habe ich die Hälfte nicht verstanden. Wieso? Kennst du dich da aus in Biologie? Ja, da muss ich mich auskennen. Das ist auch mein Beruf. Ich bin ein Metzger. Ja, den habe ich selber gemacht. Was? Den hast du selber gemacht? Alle. Langt's zu, sonst wird er schlecht. Mhm. Klar. Mein Servus. Das ist eben nicht gut gemacht, meine. Ach, so ein Angeber, ein Bläder. Den hab ich selber gemacht. Hast du gesehen? Hunger hat er, dass er am liebsten Kitter aus die Fenster rausfressen hat. Zahlt dir, wie der ist. Na, das hab ich schon gesehen. In dem Verein gehe ich nicht dazu. Wegen sowas bin ich extra von Regensburg aufgefahren. Das ist nichts für mich. Gehe ich nicht dazu. Nein.
Das wird er bloß jetzt nicht mehr viel nutzen. Was? Werden wir schon sehen. Die Sauerei räumen wir uns aber weg. Zwiefäsche langsam grante. Ihm schau gar. Für ihn war was zum Essen eine Sauerei. Ja, da sechs ist doch ein Lorsch, dass bei dem was nicht stimmt im Hirn. Was hat denn da wieder für einen Fetzen hergekriegt? Geh weiter. Meine Herren, wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Prüfung, dem Aufsatz. Sie haben 5 Themen zur Auswahl. Bitte kreuzen Sie das Ihrer Wahl an und schreiben Sie einen Aufsatz dazu. Ich lese die Themen noch einmal laut vor. Erstens, ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. Zweitens, mein schönster Urlaub. Drittens, ist Freundschaft ein altmodischer Begriff? Viertens, welche besondere Rolle, glauben Sie, spielt die Bundeswehr in der NATO? Fünftens, kann man aus der Geschichte lernen? Und wenn dann alle fertig gegessen haben, ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Ich glaube schon, ja. Dann würde ich sagen, dass wir langsam anfangen. Jetzt gelangt's mir. Jetzt hat er mir's gerade ausgeschüttet, der Aff. Wenn Sie noch Papier brauchen, kommen Sie einfach vor und holen es. Was machst du denn? Heimgehen. Ganz logisch, oder? Was ist denn mit Ihnen? Haben Sie kein Schreibpapier bekommen? Schon, das da. Aber das ist schon zu viel da. Nehmen Sie es. Was soll denn das? Zu dem Schmarrn, den Sie da draufgeschrieben haben, fällt mir nichts ein. Und außerdem hat mir einer Lehrbuhr da drin. Schon zweimal so saublöd angeredet. Und das gehört's nicht, weil ich habe ja auch nichts da. So, und jetzt geh, jetzt mach ich nicht mehr. Bleiben Sie hier! Vierte. Vierte mach's, gell? Das können Sie nicht machen! Sechster, der das machen kann. Ich kann heimgehen und du kannst mir einen Sechser geben. Viel gut. Sie sind Herr Schweiger Wilhelm, richtig? Richtig. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Sagen Sie, um was geht's denn eigentlich? Ich bin da eigentlich schon fertig, oder? Sie wohnen in München, ja? Ja. Bei Ihrem Großonkel Ignaz Mühlbauer, richtig? Richtig, ja. Gebürtig Simbach am Inn, Vater verstorben, ja? Sagen Sie, was fragen Sie mit denn das eigentlich alles? Das habe ich heute doch mindestens schon 20 Mal gesagt. Um es kurz zu machen, Herr Schweiger, Sie und Ihre Kollegen heute in der Prüfung da, aber jetzt im Speziellen Sie. Sie müssen nicht glauben, dass wir hier hinterm Mond leben oder geistig beschränkt sind, nur weil wir eine Uniform tragen, ja? Ja, nein. Was fragen Sie mit denen das eigentlich alles? Herr Schweiger, ist das Ihre Schrift? Ja, logisch. Das habe ich heute alles geschrieben. Mein schönster Urlaub. Ja, der. Das Einzige, was ich gewusst habe, da ist mir nichts anderes eingefallen. Eine Fahrt nach Hamburg. Vor 5 Jahren bin ich mit meinem Vater in den Sommerferien nach Hamburg gefahren. Ja? Mit dem Freifahrtschein, denn mein Vater war Lokführer bei der Bundesbahn. In Simbach am Inn sind wir dann in den 53066 gestiegen. Das ist ein Eilzug, der aus Passau kommt. Dann fuhren wir nach Tamatzbach, von da nach Dorfen, dann nach Markt Schwaben. Von Markt Schwaben fuhren wir weiter nach Poing, von Poing nach Grub, von Grub nach Heimstetten, von Heimstetten nach Feldkirchen und so weiter und so weiter. Das sind allein anderthalb Zeiten, bis Sie in München sind. Ja, das stimmt schon. Da gibt's gar keine andere Strecken nicht. Da kann man gar nicht anders fahren. Schon gut, Herr Schweiger, wenn Sie es nicht anders wollen. Ich habe Sie schon begriffen. Wenn Sie glauben, dass der hier angeschlagene Ton von Ihnen der richtige ist, bitte, ja. Dann kann ich Ihnen nur kurz ebenfalls im Telegramm stehen mitteilen. Zurückstellung aufgehoben. Ergebnis der Eignungsprüfung mit Einschluss des Musterungsergebnisses, Tauglichkeitsstufe 1a. Sie wissen ja, was das bedeutet. So, jetzt können Sie gehen, das können Sie mitnehmen zum Andenken. Wiedersehen. Ist schon recht. Für gut. Du, Fred, wir spielen Läufer G3 nach H4.
Ja, und erst, wo er gesagt hat, dass seine Leberkasse ungefähr nichts taugt hat, dann ist er sauer geworden. Und dann ist er einfach gegangen? Ja. Das Gesicht von dem Offizier hätte es sehen sollen. Ein Wahnsinn. Also, der Bude, der gefällt mir. Ja. Wo war der her, sagst du? Regensburg. Ach, so eine Wampen. Eine so eine Wampen, sag ich da. Ja, nicht schlecht. Also, da gehört was dazu. Sag mal, magst du nichts essen? Nein. Mir ist jetzt schon schlecht. Ein halber Pfund Leberkäse habe ich fast von dem gegessen. Sie fix da. Das stinkt einmal. Tauglichkeitsstufe 1a. Also, die kommen nicht mehr aus, das weißt du schon. Bist du schon fertig, sag? Die schmecken mir nicht. Die machen's mir in der letzten Zeit allweits fest. Ein bisschen los müssen's nachher da schon sein, nicht wahr? Ich glaub, der lässt's einfach allweits lang drauf. Herrschaftszeitnahme, bist du ein hakeliger Teufel. Jetzt geh weiter, Hans. Seist du nicht ganz so laut? Ja, ja. Also, wenn die mit dem scheiß Computer nicht aufhören, dann haben sie mir die längste Zeit mal nicht gesehen. Ich kaufe mir extra bewusst keinen Fernseher, damit ich dann beim Spulen, was meine Freizeit und mein Vergnügen ist, in den blöden Kasten nicht schauen muss. Na, wirklich nicht. Was heißt eigentlich Tauglichkeitsstufe 1a, Willi? Das kann ich dir schon sagen. Ja. Das Gebirgsjäger, Marine, ja. Froschmänner, zack. Hm? Für sowas bist du ganz besonders geeignet. Na ja, aber doch nicht nur. Ja, aber ganz im Speziellen. Ich glaub, du hast da was falsch gemacht. Wieso? Was hätte denn deiner Meinung nach machen sollen? Jetzt red Karl. Ganz umgekehrt. Ganz genau umgekehrt hätte es machen sollen. Ich habe einmal einen Bekannten gehabt, einen guten Freund. Der war genauso beieinander als wie der Willi. Körperlich meine ich. Was meinst du, was der gemacht hat? Das war ein ganz ein verrückter Hund. Ja, jetzt komm, Karl, verzeih schon. Der hat sich aufgeführt wie ein Verrückter bei der Musterung. Bläht und geschrien hat er, dass er dazu muss und dienen will und sich von nichts aufhalten lässt. Und jetzt hat er so übertrieben, dass die anderen Stutze geworden sind und haben ihn dann zum Psychiater geschickt. Psychiater? Gehört doch auf. Also, haben ihm einen Paragraphen gegeben und weg war er. Also der Kerl lügt wie druckt. Herr, willst denn du das wissen? Das hast alles gelesen. Prüwarm aus dem Felix Grüff von Thomas Mann. Und uns erzählt, dass er aber selber dabei gewesen war. Hast du es eigentlich schon einmal dem Pfarrer erzählt, wie du lügst? Hans, jetzt komm, ein bisschen leiser. Ja, ja. Das ist doch völlig wurscht, ob ich es gelesen oder gesehen hab. Hauptsache ist, ob das funktioniert. Also, mir langt's jetzt. Ich sag's, wie es ist. Ich kann den Deppenhaufen da drüben mit seinem Fernseher nicht mehr länger zuschauen. Nicht einmal normal unterhalten kann man sich. Komm, Willi, geh mal. Geh mal. Pfiat euch. Pfiat euch. Pfiat euch. Pfiat euch. Machst du eins? Nein. Schnuckert Kokos. Ich mag jetzt nichts. Du, Willi. Ha? Ich denk jetzt gerade über was nach. Man muss bei helfen. Du kannst doch dann nicht zur Bundeswehr gezogen werden, wenn du nur in der Lehr- oder in der Ausbildung bist, oder? Okay, du weißt doch, dass ich meine Lehre schon lange gemacht habe. Na ja, aber grundsätzlich ist doch das richtig, ne? Ja, grundsätzlich schon, ja. Ja, gut, so machen wir's. Was machen wir? Ich hab doch einen Freund in der Bundesbahndirektion. Hab ich dir schon mal verzeiht. Armin Franke. Dr. Franke. Der ist mit mir in die Schule gegangen. Und nach dem Krieg haben wir uns auch noch ein paar Mal gesehen. Ja, und was ist mit dem? Den rufe ich an. Wollte ich sowieso mal machen. Wegen der Geschichte mit der Bahnpolizei. Und der schreibt einen Ausbildungsvertrag raus mit dem Datum von der Musterung. Ne? So war's doch. Da könntest du ihn nicht mehr haben. Zumindest die nächsten 3 Jahre nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist die Idee. Ja? Und der macht das. Freilich macht er das. Das ist für den bloß ein Wischer. Das war doch eine Lösung. Eine Lösung? Das ist die Lösung. Du, den ruf mir jetzt gleich an, komm. Ja, Schmarrn, jetzt ist 7 Uhr. Am Freitag gab's dir jetzt noch im Büro. Ja, dann rufst du ihn halt privat an. Den rufen wir am Montag an, Willi. Lass dir doch Zeit. Zeit? Ist er jetzt dein Freund oder nicht? Na den ja, rufst du privat an. Wenn dir das so wichtig ist. Wichtig?
Du, um oben mir das wichtig ist. Da können wir jetzt keine Zeit mehr verlieren, das müssen wir heute noch machen. Also, sag. 64, 99, 12. Das ist ja drei Wald. Hat sich ganz schön gemacht, der Armin. Ja, Doktor. Mädchen, nehmen wir's. Was nehmen wir's da? So ein Mist. Ja, jetzt ärger dich doch nicht. Der ist da. Der hebt bloß nicht ab. Am Montag ist auch noch ein Tag. Zeit lassen, hä? Nein, nein, sowas müssen wir gleich machen. Da fahren wir jetzt hin. Wenn er doch nicht da ist. Ja, weißt, was der treibt? Ich kenn die Brüder schon. Also wenn er dein Freund ist, dann macht er da auf. Voll ist er mein Freund. Was meinst du, Armin? Meinst du, dass du in der Sache was machen kannst? Also, das wird sehr schwer sein, Ignaz, das sage ich dir gleich. Da wird er nicht viel Hoffnung machen. Jetzt sag einmal was. Sind der Song redet er eh genug, oder? Wissen Sie, junger Mann, hört er mich? Ja. Ja. Ich kenn zwar Ihren Herrn Onkel von Jugend auf und das sehr gut, nicht wahr? Kann man doch sagen, Ignaz. Ja, das kann man sagen. Aber weißt du schon, über meine Stellung und Position habe ich natürlich auch gewisse Weisungsgebundenheiten. Verstehst du mich schon, gell? Ja, versteh dich schon. Es gibt da auch gewisse Vorschriften, Gesetze und Statuten, über die ich mich nicht hinwegsetzen konnte. Das ist ja logisch. Aber jetzt wollen wir den jungen Herrn eine Geier die Hoffnung nehmen, gell? Machen wir's so. Rufen Sie mir am Montag im Büro und dann machen wir einen Termin. Da sehen wir schon, was du da machen lässt, nicht wahr? Du musst jetzt aufhören. Verstehst du mich schon, Ignaz, gell? Vierte nachher. Du ruf mich das nächste Mal an, bevor du kommst. Ja, vierte. Also du machst mir vielleicht einen Spaß. Wegen dir fahre ich da raus und dann bringst du das meine auf. Ich? Okay, was soll denn da reinreden in den blöden Kasten? Kannst du mir das mal sagen, hä? Soll ich da mit dem reinreden? Der macht dich nicht einmal auf. Das siehst du, hä? Das soll dann dein Freund sein. Okay, den brauch ich gar nicht anrufen, den brauch ich den. Aber ein Wort hätte ich sagen können. So wie der dahergeredet hat, das hast du gehört. Okay, lass mir mal in Ruhe. Ja, wir müssen doch noch heimfahren. Willi! Willi! Hallo, Sie da! Was machen Sie in den Gleisanlagen? Geht bitte schön raus, aber schleunigst! Was machst du denn da unten? Wo bist du denn hin? Wo sind denn die Wohnungen? Was? Die Betriebswohnungen. Da wohnt ein Freund von mir. Der hat gesagt, der wohnt da am Rangierbahnhof. Ich hab ganz dann sauber Schmarrn erzählt. Bei uns da gibt's keine Wohnungen. Jetzt gehst du gerade aus, bis zum Bahnhof kommst. Dankeschön. Aber pass auf, gell? Schon recht. Wo bist du? Ich such dich schon die ganze Zeit. Oh Mann, du bringst mir noch meine Wohnung. Jetzt komm rein, schick dich.
Wie schaust denn du aus? Jetzt frag ihn so lang, komm rein. Alter, komm, schick dich, das ist keiner Sieg. Sag mal, wohnst du da? Jetzt red nicht so lang. Hilf mir schnell, komm. Schüppel über den Kopf. Jetzt komm. Geht das also? Ja, nicht über den Hals. Ja. So? Ja, so ist gut. Ich muss nämlich heute noch auf eine Party. Ah, nicht ins Ohr. In Obermenzing. Das ist eine Bonzenparty. Weißt du, da musst schon ein bisschen was gleich schauen, ne? Sag mal, hast du was vor? Gehst mit, hä? Na ja, ich bin noch nicht eingeladen. Jetzt du noch mal. Du bist so wurscht, das macht doch nichts. Jetzt ist gut. Gut ist. Ja? Ja. Gut. Hast du Hand durch? Ja. Da kannst du einfach mitgehen, ne? Ja. Oder? Geh. Was meinst du? Geh mal. Komm. Wenn du jetzt mit den nassen Haaren so hingehen? Ja, logisch. Es wird schon gleich trocken sein. Hast du keine Eltern, ha? Das hast du mich schon mal gefragt. Also, komm. Geh mal. Kann ich da so hingehen? Ja, bei mir schon. Komm. Die muss selber schnell gehen. Ha? Okay, kennst du da jemanden? Die? Ja. Null. Aber eine Riesenkraft ist das, oder? Aber das Essen ist gut. Da nimm dir so viel du magst. Die sind der Beste. Wenn du einer nichts nimmst. Das sind so Leute. Ja? Und? Was muss ich jetzt machen? Ruhig. Ja, wie lange denn noch? So ein Blödsinn. Was? Ach, der Scheiß, was er da macht. Wirklich, wo sind wir denn da? Haben wir da arm oder wo? Das ist ja fix. Kann ich ja nur lachen, wirklich. Und, jetzt sag was. Was fällt dir? Was ist? Wissen Sie, ich bin Bürger der SD. Darum schätze ich auch so stark die grüne Farbe. Grün simuliert nämlich Natur. Hast du seine Nieren oder was? Besser ist so stark da drin. Mein Leberspann. Tja, was ist bürgerliche Ästhetik für Sie? Die bürgerliche Ästhetik für mich ist also die Harmonie im Heim, sich vollendet habend. Wissen Sie, die bürgerliche Ästhetik ist etwas, was ich für mich persönlich brauche. Ein Mädel? Habt ihr das gehört, ein Mädel? Was mich beruhigt, entspannt und meine Leistungsbereitschaft anspannt. Und in der bürgerlichen Ästhetik passen auch all diese Gebrauchsgegenstände. Ich glaube, Sie haben sehr wenig Lebenserfahrung. Sie verstehen überhaupt nichts. Komm mit! Sie sind der 34. Komm bitte mit, stell dich hierher. Der was? Der 34. Gast. Was machen Sie eigentlich hier? Mit wem sind Sie gekommen? Ich? Ja. Mit Bruno? Mit Bruno? Wie bist du? Kennst du mich doch, oder? Solche Typen kenne ich nicht. Was machen Sie eigentlich? Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin Drucker. Drucker, anständiger Beruf. Abgeschlossene Berufsausbildung? Ja, logisch. Was haben Sie für Zukunftspläne, Zukunftsaussichten? Beruflicher Art, meine ich. Privat will ich ja nicht werden. Ja, so. Der Bundeswehr müsste die gerade. Bundeswehr, total Unsinn. Verteidigt den Frieden und nicht den Krieg. Das ist ein sinnloser Dienst.
Sie mal fragen. Von mir können Sie einiges lernen. Junger Freund, lassen Sie sich nicht von mir verunsichern. Sie sollten meine Worte nicht zu ernst nehmen, aber als Tendenz wahrhaftig nehmen. Ja, als Tendenz. Schrei. Verstehen Sie, den Beruf nicht konkret sehen, sondern Beruf in die Zukunft projizieren. Und ich spreche nicht vom Beruf, sondern immer von Berufungen. Und die Berufungen hängen von gewissen Situationen ab. Was schauen Sie immer da raus? Die Schwimmbad da draußen, geht das auch rein? Sie meinen wohl meinen Swimmingpool? Der gefällt Ihnen wohl besser als mein Heim und als meine Ideen. Dürfen wir den auch benutzen? Ja, wenn Sie unbedingt wollen. Wenn Sie unbedingt wollen. Ja, ich möchte schon. Sie sind lieber als diskutieren, ja bitte schön. Ich bin nicht autoritär. Dann schwimmen Sie halt. Na ja. Bitte gehen Sie. Warum sitzt denn das Alarm an? Hä? Gefällt's dir da drin nicht? Ja, mir auch nicht. Komm rein, schwimmen wir unten mit. Magst du nicht? Nein. Nicht? Naja, dir gefällt's nicht und mir gefällt's nicht. Gehen wir halt woanders hin, oder? Magst? Mhm. Das ist eine Sache, ja? 2800 PS hat die Kisten. Siehst du ihn da vorne mit Mama? Ja, schau. Ja, der schaut nach, ob die Bremsen in Ordnung sind, weißt du? Ja, und den langen Stil, den hat er sagen sollen, ne? Damit er weit genug von der Arbeit weg ist. Also mir gefällt's der Herrin. Auch wenn's nur so komisch klingt, aber sie ist wieder so. Glaubst du es nicht? Du, hast du 20 Penny? Mhm. Ja, ich muss noch jemanden anrufen. Mein Onkel, weißt du? Ja, das ist schon so. Na ja, dann halt nicht. Wahrscheinlich schlaft er eh schon. Karl? Ja, der Wille. Grüß dich. Servus. Grüß dich.
Was Dienst? Ja. Ja? Aber was machst denn du um die Zeit da? Ja, ein bisschen spazieren gehen. So? Darf ich vorstellen, das ist die Christine? Du bist ja wie nur der Eisenbahner, Willi, hä? Logisch. Ja, aber nicht mehr lang, weißt du. Wieso? Was der Bundeswehr. Also, na ja, es geht auch vorbei. Servus, vierte. Vierte. Also, jetzt gehen wir zum Onkel, oder? Auf. Ja, willst du es jetzt da draußen stehen lassen? Ach so. Ja. Keiner? Also, das ist er dann. Mein Onkel. Grüß Gott. Grüß Gott, Christine. Christine. Aha. Du, Willi, ich habe jetzt eine Idee. Wir machen das ganz anders. Wegen der Bundeswehr. Der Wagner-Schorsch vom Schachclub, der hat einen Freund. Und das ist ein Arzt. Nein! Nicht schon wieder, bitte! Doch!